zur Demonstration der von Galvani postulierten tierischen Elektrizität wird an einem getöteten Frosch der Oberkörper abgeschnitten. Mit Hilfe von zwei Tüchern entfernt man die Haut von den Hinterbeinen. Der Experimentator zieht den zwischen den Beckenknochen liegenden Rückenmarksfortsatz nach hinten in die Höhe und schneidet diesen ab. Als nächstes folgen das Durchtrennen der Wirbelkörper genau in der Mitte der Wirbelsäule und das Durchschneiden der Querfortsätze auf der rechten Seite. Jetzt legt der Experimentator den rechten Ischiasnerv bis zur Kniekehle hin frei. Mit Hilfe einer Pinzette erfasst er das Knochenstückchen und präpariert den Nerv endgültig frei. Die Muskulatur des rechten Oberschenkels wird vorsichtig abgeschnitten und der Oberschenkelknochen durchtrennt. Das fertige Nervmuskelpräparat hängt man mit Hilfe des Oberschenkelknochens an einem Stativ auf. Der linke Wadenmuskel wird schräg angeschnitten und auf eine Platte des Stativs gelegt. Jedes Mal, wenn der Ischiasnerv gleichzeitig die Schnittfläche und die Außenfläche des schräg angeschnittenen Muskels berührt, reizt das sogenannte Verletzungspotenzial den Nerv. Im Nerv wird dadurch eine Erregung ausgelöst, die den zugehörigen Muskel in eine Zuckung versetzt. Eine Trickdarstellung soll den Versuch erklären. Der Muskel trägt an seiner Schnittfläche negatives und an seiner Oberfläche positives Potenzial. Wenn der Nerv sowohl die Schnittfläche als auch die Außenfläche des Muskels berührt, wird er elektrisch gereizt und der zugehörige Muskel zuckt. Die Ursache der Zuckung liegt in einer Potentialdifferenz zwischen der Außen- und Innenfläche dieses Muskels. Man nennt diese Potentialdifferenz Verletzungspotenzial. Im folgenden Experiment soll das Verletzungspotenzial mit einem Voltmeter quantitativ nachgewiesen werden. Wieder schneidet man einen Muskel schräg an und legt ihn auf eine Glasplatte. An der Außen- und der Innenfläche des Muskels werden Elektroden angelegt und in Abständen wieder abgenommen. Jedes Mal, wenn der Stromkreis geschlossen ist, zeigt das Voltmeter einen Ausschlag, der an der oberen Skala in Millivolt dem Verletzungspotenzial entspricht. Den wirklichen Betrag des Potentials einer Muskelzelle, das sogenannte Ruhepotenzial, kann man nur mit Hilfe der Mikroelektrodentechnik nachweisen. Durch Sichtkontrolle mit einem Mikroskop wird die Elektrode durch einen Mikromanipulator positioniert. Ohne Verletzung erreicht die Mikroelektrode die Innenseite einer Zelle,
wodurch gegenüber dem Außenmedium das Ruhepotential gemessen werden kann. Beim Absenken der Elektrode dringt diese bei einer Erschütterung leicht in die Zelle ein. Und die Messgeräte zeigen das zugehörige Ruhepotential dieser Zelle an. Am Oszilloskop beobachten wir in der Wiederholung den zeitlichen Ablauf dieses Versuches. Zum Schluss wird die Elektrode wieder zurückgezogen.